Ja, seid Grüße auf dem Panwerkanal bei Frag Frank. Ich bin Frank und wir haben heute eine Thomas AP40 auf dem Prüfstand. Das ist die kleinste Luftpumpe der Thomas-Serie hier in Blau für einfache kleine Belüfteraufgaben. Die Werksangabe ist bei 1,20 Meter, also 120 Millibar. Das heißt, wir werden da nicht so sehr in die Tiefe drücken können. Und wir schauen jetzt erstmal bei 100 Millibar. Unser erster Messwert, was dabei rauskommt. Im Hintergrund hier seht ihr die 100 Millibar eingestellt. Das Strommessgerät zeigt 28 Watt an. Und hier am Flowmeter lese ich ab 2900. 2900 Liter pro Stunde bedeutet geteilt durch 60, 48 Liter pro Minute. Mit 28 Watt ist nicht schlecht, sind 0,58 Watt pro Liter pro Minute. Das ist ein guter Wert. Wir machen den nächsten Test dann bei 150 Millibar. Ich passe das, den Druck entsprechend an. So, wir sehen im Hintergrund die 150 Millibar, da sind wir. Hier sehen wir 24, 25 Watt, es toggelt ein bisschen. Und im Hintergrund der Flowmeter zeigt an 2200. 2200 Liter pro Stunde sind 37 Liter pro Minute mit 25 Watt. Sind 0,67 Watt pro Liter pro Minute bei 150 Millibar, auch ein guter Wert. Bei 200 Millibar, dafür ist die Pumpe nicht gebaut und mein Flowmeter zeigt dann so wenig nicht an, irgendwas um die 1000, deshalb macht dieser Test keinen Sinn. Und die Pumpe ist dafür auch nicht vorgesehen. Da sollte man sie nicht betreiben, wird sie wahrscheinlich frühzeitig kaputt machen. Deshalb Belüfteraufgaben, wie ich es gesagt habe, so um 120 Millibar. Das sind 80 bis 100 cm Tiefe plus ein Ausströmer. Dann kommt er ungefähr in diese Richtung. Die Pumpe ist für kleine Belüfteraufgaben gut. Die Werte passen, kann man nicht jammern. Ich habe es jetzt nicht komplett im Überblick. Sicherlich gibt es welche, die noch ein bisschen effizienter sind, aber sie ist gut dabei. Also wenn er ein bisschen Luft braucht, aber nicht zu viel, dann ist das eine gute Ergänzung oder eine gute Pumpe, falls euer Teich entsprechend klein ist oder eure Belüfteraufgabe. Das soll es für heute gewesen sein. Bleibt weiter dabei. Macht gerne einen Daumen hoch, macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Das war's für heute. Tschüss.